Warnung. Das folgende Video dient nur zur Demonstration. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Musikreview. Kleiner Fun Fact, das ist das zweite Mal, dass ich dieses Video in den letzten zwei Tagen filme. Ich habe immer noch keine Ahnung, was da passiert ist, aber mein PC hat mich einfach geprankt und die Aufnahme war weg. Ficken! Aber hilft ja nichts, Trübsal zu blasen, deshalb willkommen zu Stoner Mucke mit dem Überkill. Wie ihr bereits im Titel lesen könnt, geht es heute um die Indie-Band Mother's Cake. Um genau zu sein, um ihr viertes Studioalbum Cyberpunk. First of all, checkt wieder dieses amazing Artwork aus. Ich liebe es. Und to be fair, für eine Indie-Band haben die sich generell mit dem Layout voll viel Mühe gegeben. Da ist überall eigentlich voll die Kunst drauf. Ich finde das voll fancy. But don't judge a book by its cover. Ihr seid schließlich wegen der Musik hier. Und boy, hat dieses Albums in sich. Ich würde die Musik, glaube ich, grob als Psychedelic Progressive Rock mit Synthi-Techno-Elementen bezeichnen. Klar, soweit. Aber das ganze Album an sich ist eigentlich ein Rollercoaster-Ride aus verschiedenen Emotionen, verschiedene Genres, wild zusammengewürfelt. Das Album hat halt alles von... I'm your president! I'm your president! Über. I see the crystals in the sky. Und dann. Das kommt sowas von ins Pretro. Normalerweise würde ich jetzt auch über meine paar Lieblingssongs auf dem Album reden und euch die so ein bisschen exemplarisch zeigen. Aber auf dem Album sind einfach nur Banger. Ich habe keine Ahnung. Aus diesem Grund gehen wir einfach chronologisch vor. Und wenn wir so ungefähr an der Hälfte sind, habt ihr, glaube ich, eine gute Übersicht, was dieses Album so musikalisch für euch bereithält. Ja. Der erste Song, Toxic Brother, startet mit einem, joa, mit einem recht harten Riff, aber ist ansonsten sehr down to earth. Also ich finde, der erste Song, der grippt euch so schön bei den Nuts, um euch zu zeigen, einfach weil es einen guten Taste von der Grundatmosphäre gibt, die dieses Album mit sich bringt. Das ist ein Psychedelic Rock Song, der mich sehr an die Songs von King Gizzard and the Lizard Wizard erinnert. Ja, und ich liebe diesen Bandnamen. Der zweite Song nimmt die Energie zwar nicht ganz raus, aber ist trotzdem deutlich ruhiger. Hier hört man ziemlich viele Harmonien und ab und zu erinnert mich das so ein bisschen an Led Zeppelin Song mit Synthi-Elementen, würde ich sagen. Ungefähr hier werdet ihr dann auch so langsam high, wenn ihr den Joint zum ersten Song angezündet habt. Deshalb ist der hier sehr gut positioniert, so ein bisschen ruhiger, experimenteller und am Schluss kommt ein Killer-Gitarren-Solo, also auch absoluter Banger-Song. Der dritte Song, I'm Your President, ist wieder ganz anders. Ziemlich punkig, feiere ich extrem. Also wenn der erste Song King Gizzard war und der zweite Led Zeppelin mit Techno-Elementen, dann ist der fucking Rage Against the Machine. Nach diesem schnellen, punkigen Song nehmen sie die Energie wieder komplett raus. Jetzt kommt mit Love Your Smell erstmal eine Ballade. Ungefähr hier sollte euer High auch auf einem Maximum sein, deshalb ist auch das ziemlich gut platziert, wenn ihr einen Joint dazu raucht. Nice. Der nächste Song ist vielleicht sogar mein Lieblingssong auf dem ganzen Album und der zeigt jetzt, warum das Album Cyberpunk heißt. Also for real, das könnte straight up ein Cyberpunk-Soundtrack sein. Also der Song, der baut sich zum Refrain hin einfach so richtig geil auf und dann kommt so eine Art Drop und muah, einfach richtig geil. Gibt mir auch wieder so ein bisschen Rage Against the Machine Vibes, aber einfach sehr, sehr guter Song. Da sind wir uns tatsächlich sehr, sehr einig. Gegen Ende verliert der Song allerdings die komplette Energie und geht in so ein, ja, Pink Floyd Interlude über, würde ich sagen. Dieser Interlude zieht sich durch den ganzen nächsten Song und ja, basically ist das der Pink Floyd Song auf diesem Album. Aber so gut dieser Song auch ist, ich würde sagen, er dient mehr als Überleitung in den nächsten Song. Ja, das ist die Definition von Interludium. Und was soll ich sagen? Der nächste Song, Hit on Your Girl, ist straight up 70er Jahre Funky Dance Scheiße.
reicht jetzt auch mal. Ja, hier würde ich das Video auch schon zu einem Ende kommen lassen. Es sind noch 4 Songs auf dem Album übrig. Und wirklich, wenn ihr mit ein paar Songs, die ich euch gerade gezeigt habe, viben konntet, dann würde ich euch wirklich empfehlen, das ganze Album am Stück zu hören, weil das geht auch nur 45 Minuten oder so. Das ist die Zeit auf jeden Fall wert. Das ist ein Erlebnis für sich. Ich liebe dieses Album. Und ich hasse Techno. By the way, die Band ist auch ziemlich unbekannt. Also ihr könnt gerne mal auf ihren Channel gehen und ein bisschen Liebe da lassen. Die sind auch tatsächlich deutsch. Also ja, lasst ein bisschen Grüße vom Spacko Phoenix da. Nein. Ich hoffe, ich konnte euren Musikgeschmack wie immer ein bisschen erweitern. Liked und teilt das Video doch gerne, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und Peace. By the way, eigentlich hätte ein anderes Video kommen sollen, aber da ich Corona bekommen habe, konnte ich mit niemand anderem was aufnehmen und ich hasse mein scheiß Leben. Deshalb habt ihr jetzt dieses Video hier gesehen. Lore. All the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis.